Wenn es euch von der Halle an den Fels zieht, dann müsst ihr natürlich ein paar Dinge mehr mitnehmen, als ihr sonst fürs Hallenklettern gewohnt seid. Wir packen heute gemeinsam meinen Kletterrucksack für einen schönen Klettertag im Odenwald und ich erzähle euch, welche grundlegenden Regeln am Fels gelten. Das hier ist das erste Video aus unserer vierteiligen Serie Einfach an den Fels, bei der wir unter anderem zeigen, wie man am Fels vorsteigt, wie man am Top umbaut, um abgelassen zu werden und wie man sich auch selbst abseilt. Also klickt schnell auf Abonnieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Grundsätzlich gilt aber, unsere Videos ersetzen keinen Kletterkurs. Sie dienen lediglich zur Vorbereitung auf einen solchen oder natürlich zur Auffrischung von bereits Gelernten. In diesem Sinne, ihr Lieben, los geht's. Einfach klettern wird präsentiert von Scarpa und Edelrit. Kein Muss, aber eine definitive Erleichterung ist tatsächlich ein richtiger Kletterrucksack, so wie dieser hier, der sich nach hinten öffnet, im Gegensatz zu sogenannten Toploadern, wo man alles von oben reinstopft und wo die Dinge, die man natürlich als erstes reingemacht hat, dann unter all den anderen Dingen vergraben sind. Eine Sache, die definitiv mitkommen muss und kein kann, ist ein sogenannter Kletterführer. Und in diesem Kletterführer findet ihr unter anderem Informationen über all die Dinge, die wir oder beziehungsweise die ihr dann in Zukunft einpackt. Und wenn man hier mal reinschaut, dann sieht man, dass an den Kletterfelsen, an dem wir unterwegs sein werden, Kletterrouten sind, die bis zu 35 Meter hoch sind. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die klettern wollen, mindestens ein 70 Meter Seil, 35 Meter hoch, 35 Meter runter. Und Seile dehnen sich natürlich auch noch, das heißt, man hat da auch ein bisschen Puffer drin. Den Kletterführer packe ich jetzt noch nicht ein, denn wir werden häufiger reinblicken, weil es noch ein paar andere Informationen gibt, die beeinflussen, was wir heute einpacken und was nicht. Wie viele Expressschlingen ihr mitnehmen solltet, das könnt ihr auch aus dem Kletterführer entnehmen. Man sieht hier an so einem Routenbild eingezeichnete kleine schwarze X'e und jedes X steht für einen Zwischensicherungspunkt, also für einen Bohrhaken oder eine Bohrlasche. Zählt ab, wie viele Expressschlingen ihr mitnehmen müsst anhand der Routen, die ihr klettern wollt. Ich empfehle übrigens, Expressschlingen unterschiedlicher Länge mitzunehmen, also kürzere und längere. Denn im Gegensatz zur Halle, wo die Klippstrecke in der Regel in einer Falllinie verläuft, kann es natürlich am Fels sein, dass ein Haken mal ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, wieder ein bisschen weiter links ist und man dann anfängt, so ein Zickzackmuster reinzubauen, so wie hier im Hintergrund. Das heißt, wenn das Seil zu häufig nach der Zwischensicherung abknickt und dann wieder zurück und wieder her, dann entsteht natürlich viel Reibung im Seilverlauf und das möchten wir vermeiden. Und je länger dann natürlich so eine Expressschlinge ist, desto mehr begradigen wir auch wieder den Seilverlauf. Das heißt, weniger Reibung im Seil. Ich packe auch immer verschiedene lange Bandschlingen mit ein. Unter anderem brauchen wir die für unsere Selbstsicherung. Das ist etwas, was der Marc in einem der nächsten Videos zeigen wird. Dafür brauchen wir eine Bandschlinge und einen Karabiner. Aber auch sonst sind die relativ hilfreich. Beispielsweise, wenn man mal wieder eine Zwischensicherung verlängern möchte, also ein bisschen mehr Platz dafür braucht. Und ich habe in der Regel ein 260er, 290er und eine 120er Bandschlinge mit dabei. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Karabiner. Also hier habe ich einen Push-and-Twist-Verschlusskarabiner zusammen mit meinem Sicherungsgerät, damit ich meinen Partner oder meine Partnerin natürlich sichern kann. Zusätzlich habe ich noch zwei zusätzliche HMS-Schraubkarabiner dabei. Wenn wir Toprope klettern wollen, dann möchten wir nicht, dass das Seil oben durch den Umlenker direkt läuft, denn das scheuert natürlich das Material durch und irgendwann ist es im Eimer. Deshalb hängen wir oben gegenläufig zwei Karabiner rein und können dort das Seil durchführen. Und damit nutzen wir unsere Karabiner und nicht das vorhandene Material. Und natürlich habe ich zusätzlich noch einen Verschlusskarabiner, den ich für meine Selbstsicherung brauche. Wenn ihr bereits eine Kurzbrusik habt, dann packt natürlich auch die ein. Wenn nicht, dann könnt ihr euch im Outdoorladen eures Vertrauens Rebschnur besorgen. Ich habe hier 1,50 Meter, 5 mm dick. Daraus kann ich zwei Kurzbrusiken machen, einmal in der Mitte durch. Dann habe ich 75 cm und die muss ich dann nur noch mit einem Sackstich verbinden und schon habe ich eine Kurzbrusik. Wenn ihr mehr über Kurzprosiken oder über Prosiken generell erfahren wollt, dann habe ich euch in der Beschreibung dazu was verlinkt. Dinge, die natürlich obligatorisch sind, sind eure Kletterschuhe, natürlich auch ein entsprechender Klettergurt. Und wenn euch was passieren sollte, ich nehme immer ein Erste-Hilfe-Set mit, denn man weiß ja nie, was alles am Fels passiert. So, wenn ihr Chalk mitnehmt, dann bitte auch Bürsten mit einpacken, damit ihr
dann später die Spuren auch wieder entfernen könnt. Nicht jeder mag es, wenn am Feld Tickmarks hinterlassen sind. Und ich habe auch schon eingangs erwähnt, dass wir in den Odenwald fahren. Wir werden dort an Sandstein klettern. Und Sandstein reagiert nicht sehr gut auf Chalk. Wenn das dann so richtig einmassiert wird und auch dort bleibt, dann verstopft es die Poren. Es wird glatt und es entstehen große dunkle Stellen. Und das wollen wir nicht. Also, wie gesagt, Bürsten mit einpacken. Ich benutze in der Regel Liquid Chalk. Das hinterlässt auch nicht nicht so viele Spuren auf dem Felsen. Eine Sache, die wir euch wärmstens ans Herz legen, ist tatsächlich auch ein richtiger Kletterhelm. Und nein, ein Fahrradhelm reicht da in der Regel nicht aus. Der schützt euch vor Steinschlag und sonstigen Gefahren. Also solltet ihr unbedingt auch mit in eurem Klettergepäck haben. Zu guter Letzt packe ich auch immer noch eine Stirnlampe mit ein, denn es wird draußen dann doch schneller dunkel, als man es häufig denkt. In einem anderen Video, den Climbing Hacks, haben wir für euch noch ein paar weitere Tipps zusammengestellt. Beispielsweise eine Fußmatte, wenn man vorher den Dreck noch vom Schuh machen möchte, oder einen selbstgebastelten Clipstick, wenn der erste Haken dann doch mal höher hängt als gewollt. Wenn ihr gerade dabei seid, euer Outdoor-Set zusammenzustellen und uns ein bisschen unterstützen wollt, dann haben wir für euch unten in der Beschreibung ein paar Links zu den Produkten. Und wir bekommen eine kleine Provision. Für euch wird das nicht teurer. In der Beschreibung habe ich natürlich auch noch weitere Informationen zu den Dingen, die man alle mitnehmen sollte für den Fels. Also, wenn es euch an der einen oder anderen Stelle zu schnell ging, dann schaut doch einfach mal in die Beschreibung. Den Kletterführer packe ich jetzt ein, Deckel zu. Ich werde das gleich alles noch mal ein bisschen ordentlicher verpacken. Aber ich würde sagen, los geht's. Am Fels gilt es, Rücksicht auf Flora, Fauna, das Gestein und natürlich eure Mitmenschen zu nehmen. Informiert euch auch im Vorfeld über lokale Bestimmungen. Nicht selten stehen die Felsen auf privatem Gelände und das Klettern ist nur unter Einhaltung gewisser Regeln möglich. Häufig findet ihr bereits viele Informationen im Kletterführer und im Internet. Apropos Internet, auf unserer Website findet ihr einen Artikel zum Thema Konflikte am Fels von unserer Kollegin Juliane Fritz, zusammen mit einem kleinen Felsknigge. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Also manchmal kommt es zwischen Anwohnern und Kletterern zu kleinen Konflikten, weil die Leute gerne mal parken, wo sie wollen. Und dann kommen die Leute nicht auf ihr Grundstück oder der Förster nicht zur Baumschule etc. pp. Also nutzt einfach die ausgewiesenen Parkplätze und in der Regel steht auch in den Kletterführern, wo man parken kann. Ach, und bevor ihr einfach drauf losklettert, solltet ihr euch natürlich vorher über das Gebiet ein bisschen informieren. Denn nicht selten kommt es dazu, dass einzelne Routen oder vielleicht auch mal das ganze Klettergebiet gesperrt ist. Ja, und nichts wäre blöder, als nach dem Hinkommen nicht hochzukommen. Im Gegensatz zur Halle mit künstlichen Griffen, Tritten und genormten Hakenabständen sowie Kaffeebar und Couch findet ihr am Fels ein echtes Abenteuer vor. Da liegen die Bohrhaken gerne mal so weit auseinander, dass ihr mit Friends und Keilen eigene Zwischensicherungen legen müsst. Steinschlag wird zur realen Gefahr, denn Tritte und Griffe können ausbrechen, gerade zu Beginn der Klettersaison. Was ich damit sagen möchte, sucht euch anfangs Kletterfelsen, die einsteigerfreundlich sind. Steigt gut und gerne 2 Grade unter eurem Niveau ein, um euch zunächst an die ungewohnte Kletterei zu gewöhnen und den Fels kennenzulernen. Besser vor als Nachsicht. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn wir eurer Meinung nach etwas vergessen haben, in den Rucksack zu packen. Im nächsten Video zeigt euch Marc, wie man am Fels vorsteigt und auf was man dabei achten sollte. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo und ein Like da. Bis dahin viel Spaß und einfach klettern!